Jetzt habe ich 8 Jahre an einem Berliner Gymnasium gearbeitet. Diese Veränderungsresistenz, die ich da erlebt habe, die war enorm. Hamsterradbetrieb, man ist so in so einem Turnus drin, ackert, ackert, macht, arbeitet. Und diese Zeit rauszunehmen, ist es überhaupt jetzt wirklich noch sinnvoll, was wir da machen? Oder arbeiten wir nur irgendeinen Plan ab, der uns zwar die Zeit vertreibt, aber eben nicht irgendeiner wirklichen Idee folgt. Wenn ein Lehrer sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier noch eine Stunde mehr, ich habe so und so viele Korrekturen jeden Tag und mir reicht's, ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift, ist das genau das Signal an die Schüler, nur noch Dienst nach Vorschrift. Aber eigentlich haben alle Kinder das Bedürfnis zu gestalten und zu lernen. Sonst wären wir nicht so weit, wie wir sind, weil das ist so eine menschliche Grundeigenschaft. Die Schüler sind innerhalb von 6 Wochen in der Lage, sich um 180 Grad zu drehen. Das, glaube ich, ist überhaupt nicht das Problem. Als mir die Schule dann begegnet ist über ein Elterngespräch, die gesagt hatte, ja, ich habe mein Kind da angemeldet, guck doch mal, vielleicht ist das was. Das war es dann. Das, was sich traditionell unter dem Schulbegriff mit einem Lehrer vorne an der Tafel und 30 Schülern, die zur Tafel hin ausgerichtet sind, was man sich da so vorstellt unter Schule traditionell, das findet nicht statt. Diese Frage nach dem, was wir da machen, uneingeschränkt erstmal mit absolut sinnvoll beantworten zu können, ist total entspannt. Wenn ich mir vorstelle, mit welchen Dingen ich operiert habe vorher, ist es jeden Tag ein Sonnentag. Viele Sachen sind in den Universitäten einfach längst da und werden gelehrt, aber die Leute, die das wissen, werden nicht eingestellt. Und da kann man noch so viel Beamer kaufen und Computer in die Schulen tun. Geld ist schon ein Thema, und zwar, wenn es um Personalkosten geht. Das ist das Eigentliche. Also solange die Schulen sich nicht mit neuen Lehrern ausstatten, sondern wir nur Lehrer ausbilden und die dann in andere Bundesländer entlassen, ist es natürlich ganz schwer, Bewegung und Veränderung zu schaffen. Man wartet bis jetzt, weiß ich nicht, in 5 Jahren, die Zahlen sind mir nicht ganz klar, 50.000 Lehrer ausscheiden plötzlich, was man ja gar nicht ahnt. Und nicht so eine langsame Verzahnung hatte. Bestimmte Lernformen bedingen eine bestimmte Schulorganisation. Und wenn man da nicht ran will, dann geht der Rest nicht. Schon mit dem alten Schulgesetz konnte die Schule den 45-Minuten-Takt auflösen und ganz viele Dinge ändern. Hat bloß keiner gemacht, weil man dann sich die Mühe machen muss, wie kriegen wir das hier alles dann geregelt? Aber gehen tut es schon seit 20 Jahren. Strukturell muss man sich davon verabschieden, dass diese Sache kostenneutral passiert. Viele Kollegen sind schon interessiert und besuchen die Schulen, die auch an traditionellen Gymnasien tätig sind und versuchen, Dinge davon zu übernehmen und zu implantieren in ihr System. Das ist ein Drehen an einem Rad und das weiß man ja, wenn man an einem Rad dreht, drehen sich alle anderen mit. Meine Arbeitszufriedenheit ist enorm hoch und deswegen habe ich das Gefühl, ich arbeite nicht mehr.